Hallo und Servus Freunde zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Gestern nur den kleinen Bruder vorgestellt, jetzt hat der Nefarius gestern am Abend nur nachgelegt mit der Version 3 vom 7930er. Wir haben hier, Freunde, ja, wer hier nicht sofort den runterlädt und spielen möchte, das verstehe ich nicht, weil sogar ich selbst als nicht mega krasser John Deere-Fan, das heißt nicht, dass ich John Deere nicht mag, das heißt einfach nur, dass ich Marken lieber mag, andere, optisch zumindest, weil technisch kenne ich mich sowieso nicht aus, der hat hier seine wahre Freude, optisch ist das wirklich sehr, sehr geil. Also, optisch, der erste Eindruck ist einfach nur überwältigend, der schaut richtig gut aus, ich meine, das ist auch wirklich richtig gut, das 7930er John Deere, die Frontladerkonsole, hier können wir natürlich wieder mit der Taste R die Tür öffnen, hier können wir aber nicht, warte, fahren wir mal einen Meter weiter vorne, die Kette haben wir nicht mehr drauf, okay, springen wir mal rein. Ich finde den Sound extrem lässig. Und die Optik. Optik und Sound. Finde ich extrem lässig. So, Freunde, springen wir nur mal kurz raus. Ich möchte nur mal kurz was testen. Wir haben hier diesmal nicht die Möglichkeit, dass wir die Kotflügel abbauen. Okay, ist aber auch nicht zwingend nötig. Wir schauen einmal rein. Ah, okay. Die Lenksäule ist standardmäßig natürlich eingeklappt. Die kann man mit der Umschalt rechts und mit der Interactive Control natürlich ausklappen. Ah, okay. Da können wir das GPS überhaupt erst dazu schalten. Aha. Frontladerschutz an- und abbauen. Ah, das sieht aber fett aus. Das schönes Licht. Aber wirklich sehr schönes Licht. Arbeitslicht natürlich nur, aber das normale Licht ist auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Da gibt's, das sitzt nämlich genau, ich weiß nicht, wie man das erklären kann, sitzt genau mittig, dort wo es hingehört. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, ja. Die Warnblinker, die Blinker, Rundumlicht, alles so, wie man sich das vorstellt. Kollege ist hier am Lenken, ja, das macht er gut. Mit einer Hand natürlich nur, mit der zweiten ist er am auf der Konsole, okay, das passt. Ich bin von der Optik total überrascht. Mir gefällt die Optik extrem gut. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben sogar hier Kennzeichenbeleuchtung, die funktioniert hinten. Das ist auch wirklich sehr schön. Mit der Keypad 7, Freunde, haben wir hier die Möglichkeit, den Reifendruck zu senken. Somit bringen wir mehr Traktion auf die Straße bzw. auf den Untergrund. Was mir persönlich gefällt, was nicht jedem immer gefällt, aber warum weiß ich gar nicht. Wir haben die LS15 Außenspiegel auch in der Außenansicht. Das ist, finde ich, macht einiges her, macht für mich einen totalen Unterschied und schaut auch gut aus. So, was haben wir sonst noch Interactive Control mäßig? Wow, das ist einmal Konsole, so gehört die Konsole. Gestern noch beim 7730er, so ein bisschen gemeckert würde ich es nicht sagen, aber das so. Innenleben, bist du deppert, Nefarius? Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir hier, Freunde? Wir haben hier einmal die Terminals, die nur optischen Zwecken dienen. Anschalten. Dann dauert es ein bisschen und dann hat man hier die Möglichkeit, das dementsprechend, ja, ist nur optisch, macht aber nichts. Reifendruckanlage anbauen. Alles klar, jetzt haben wir die Reifendruckanlage angebaut. Jawohl. Wer es mag, wer nicht, der muss nicht. Funktion haben wir trotzdem natürlich, haben wir gesagt. Das heißt, das bauen wir wieder ab. So, hier haben wir die Möglichkeit, die Frontladerkonsole an- und abzubauen. Ah, das dauert immer kurz, okay. Ah, das ist auch nicht verkehrt, persönlich. Mir gefällt das, so wie er jetzt da steht. Na, richtig gut. Und vielleicht nur mit dem Frontladerschutz, okay. Das ist natürlich nur ein Punkt, den ich nicht weglassen möchte. So, was haben wir noch? Wir haben hier Saatgutschlauch, ah, die haben wir, ja, ja, genau, die Saatgutgeschichte, die Schlauchgeschichte, die ist leider noch nicht flexibel. Eventuell kommt es nochmal, das weiß ich nicht, Warnschilder ausklappen, zumindest einmal rechts. Was haben wir hier? Fronthydraulik ausklappen. Genau, Wahnsinn, geil. Ja, haben wir hier, wahrscheinlich haben wir hier nur die Möglichkeit, genau,
links auszuklappen, der Sound wird sich gleich ändern. Ich liebe diesen gedämpften Sound. Hier schön mit den Gänge geht es mit. Das ist toll. Also wirklich nicht verkehrt. Es ist wirklich nicht verkehrt. So, wir haben hier nur die Möglichkeit, das muss ich nur kurz auf jeden Fall auch noch anschauen, mit der Keypad 7. Okay, nicht eine Reifendruckanlage, das ist doppelt belegt, das müsste man sich umbelegen. Wir haben hier nämlich eine Doppelbelegung, Keypad 7, einmal Reifendruck, einmal hier die Zusatzgewichte. Das muss man gucken. Wir haben hier ein Gewicht von 12 Tonnen mit Radgewichten, circa 14 Tonnen. Und wir haben hier, Freunde, die Möglichkeit, die Reifen anzubauen. Das ist mit der Taste M, wenn man hierher fährt, hat man hier die Doppelbereifung. Ich glaube, persönlich, das reicht. Was nur dabei ist, ist wieder, Freunde, diese Frontladergeschichte John Deere. Diesmal aber folgendes, diesmal aber mit Farbwahl. Das heißt, der muss nicht zwingend grün sein, der kann auch gelb sein oder eben schwarz, je nachdem, wie ihr es gerne habt. Das Ganze schaut dann dementsprechend anders aus, logisch. Ich sage einmal gelb, ich sage einmal, ja, schwarz ist ein bisschen fad, aber wurscht. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Obwohl schwarz mit John Deere, gelb mit John Deere macht aber definitiv was her. Jo, wir machen die Reise, wir treten sie an, wir fahren einmal rüber. Aber wir möchten nur ganz kurz was probieren, einfach nur zum Probieren. Jawohl, genau, funktioniert auch. Reifendruckanlage mit den Zwillingsrädern. Mir gefällt auch das mit der Konsole sehr, sehr gut, dass hier an dieser Konsole, an diesem, dass hier dieses digitale, die Anzeige ist digital mit kmh und Drehzahl 52 kmh, ist nicht wenig. Boah, wie viel Staub ist der aufwirbelt, ich liebe ihn. Ich glaube, ihr wisst, was ich jetzt gerade mache. Warum ich so leise bin. Ja, Freunde. Gestern beim 77-30er ein bisschen nur gemeckert, nicht, aber bemängelt, dass der Sound abbricht. Ja. Also ich kann euch versichern, das ist weg. Und ich kann euch aber auch versichern, dass es nicht an mir gelegen hat. Also es wurde mir in den Kommentaren bestätigt, dass das andere auch haben. Also ich bin nicht der Fehlerverursacher. Ich bin der es im besten Fall findet und dem Modder dann sagt. Ich kann aber hier garantieren, Freunde, das Fahrverhalten ist der Wahnsinn. Also das war gestern schon der Wahnsinn, das ist ja hier jetzt der Wahnsinn. Das Fahrverhalten ist genial. Genauso genial ist, das Lenkrad ist definitiv runder als wie gestern beim 77-30er. Also insgesamt ist das ein John Deere, den man im Mod-Ordner haben muss. Auch als Nicht-John Deere-Fan. Also so wenig oder so viel kann man John Deere gar nicht hassen, dass man sich den nicht runterlädt. Weil der ist wirklich, wirklich Bombe. Also macht Spaß, dem runterzufahren, über die Felder zu düsen. Den einfach nur anzuschauen, weil im Innenleben, das ist schon was ganz Besonderes. Wir haben hier eine kleine Innenbeleuchtung auch noch. Das heißt, hier, wenn man im Finstern unterwegs ist, hat man sicherlich gut die Möglichkeit, dass man nur was sieht, auch im Cockpit, also mir fehlen die Worte, wunderschön die Außenspiegel, da flackert nichts, das ist auch super. Einzige, was ein bisschen flackert, ist vorne das 79-30er, aber ich wüsste nicht, wie man so fährt, man nicht ständig, wenn man vielleicht in der Außenansicht fährt, fährt man so, oder ich fahre persönlich gern so, man sieht da sehr viel, es gefällt mir ganz gut bei den John Deere, dass man hier immer so viel sieht, also wenn ich hier mal ausblende, sieht man relativ viel. Man sieht sogar noch einen großen Teil vom Außenspiegel links und rechts, also super Sache. Ja, Freunde, Fazit. Fazit, meine Lieben. Fehlerfreiheit besteht und ein extrem geniales Bild im Shop. Sowohl der John Deere als auch die Zwillingsreifen. Preislich liegen wir bei 165.000 Euro für 290 PS. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Ich möchte ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Ich möchte wirklich dem Nefarius, das hat er wirklich sehr geil gemacht. Also da gibt es wirklich fazittechnisch aber nur ein mega fettes Lob. Nur viel besser als der gestrige. Das ist der Wahnsinn, also hier gibt es nichts zum Bemängeln. Das ist einfach so, wie der vor mir steht, extrem gelungener Mod mit sehr, sehr geilen, ja,
Features, weil die überschlagen einem nicht genau die, die man gerne hat. Wirklich. Nefarious, ohne Witz, hast du richtig geil gemacht. Dankeschön dafür. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal mit einer neuen Mod-Verschönerung. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Bis dann. Tschüss.